Es hat friedlich begonnen, dann hat es doch Auseinandersetzungen gegeben mit Pfefferspray und Wasserbomben. Die rechtsextremen Identitären treffen am Nachmittag auf linke Gegendemonstranten. Es kommt zu Zusammenstößen auch mit der Polizei. Mehrere Demonstranten sind festgenommen worden. Schon am Vormittag sammeln sich die ersten Demonstranten auf beiden Seiten. Noch ruhig und voneinander getrennt. Während kurz vor Mittag die Gegendemonstranten bereits marschieren, sammeln sich noch Rechtsextreme aus mehreren europäischen Ländern. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. 1000 Beamte aus Wien und aus den Bundesländern. Von Bregenz bis nach Wien, keine Ruhe ziehen! Als die mehreren hundert Rechtsextremen von ihrem Sammelpunkt vor der Stadthalle losmarschieren wollen, blockieren die ebenfalls mehrere hundert Menschen zählenden linken Gegendemonstranten den Weg. Immer wieder versuchen sie, den Weitermarsch der Identitären mit Sitzblockaden und Menschenketten zu verhindern. Die Polizei versucht, die beiden Seiten möglichst nicht aufeinandertreffen zu lassen, kesselt die Gegendemonstranten ein und ändert mehrfach die Route der Rechtsextremen. Dennoch treffen beide Gruppierungen am Gürtel aufeinander. Dort gibt es kaum ein Weiterkommen. Bei den Versuchen der Polizei, den Weg frei zu machen, kommt es zu Zusammenstößen. Die Beamten setzen Pfefferspray ein, laut Polizei, weil sie von Gegendemonstranten attackiert wurden. Schließlich beenden die Rechtsextremen ihre Demonstration vorzeitig und halten ihre Schlusskundgebung am Westbahnhof ab. Die Demonstrationszüge sorgen auch für massive Verkehrsbehinderungen. Der Gürtel wird teilweise gesperrt, die U6-Station Westbahnhof vorübergehend nicht angefahren. Gegen 17 Uhr lösen sich beide Demos auf. Wie viele Personen genau festgenommen worden sind und wie viele verletzt worden sind, das ist noch nicht bekannt.